Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banner Saga. Hier mit einem fiesen kleinen Cliffhanger. Werden wir es schaffen? Ich weiß es nicht. Hier fällt auf jeden Fall schon mal der erste Wal. Der Gegner natürlich. So, jetzt muss ich bis hier vorlaufen. Zack, zack. Sag ich da zwischendrin, aber nun gut, da bin ich da nicht so exponiert. So, kriege ich den? 7, nice. Weg, direkt weg. Da zögere ich nicht lange. Oh, mein Wal macht mir jetzt langsam schlapp. Da kommt auch schon der nächste mit 15 Verteidigung, ey. Diese Schildträger, ey. Das sind echt ein Fluch. Oh, ey, jetzt umzingeln sie uns. Ich habe nicht mehr viel Luft. Das war's mit dem. Ja. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie man das schaffen soll. Machen wir kurz hier einen Angriff, damit er nicht mehr so viel macht. Alter. Macht trotzdem noch 2 Verteidigungsschaden. Eieieiei. So. Bin so leicht in die Enge gerückt worden. Leichtes gut, hallo. Schau mal, 4 kann ich dem Schaden machen. Machen wir 5 draus. Was ist denn der fertig? Muss ich die jetzt echt besiegen? Verarscht mich doch. Das schaffe ich doch nie und nimmer. Und sagt der nächste. Nein, noch nicht einmal. Halt nein, halt, wenn dann auf den 3 Rüstungsschaden. Tja, da fällt der erste Fernkämpfer. Komm, solange das noch geht. Zack, zack. Nutze ich das voll aus. So, gehen wir ein paar Schritte zurück. Schießen den mal runter. Jetzt haut die wieder ab. Finde ich gut. So, hoffe ich kriege den noch. Machen wir es so. Den. Dafür Rüstung runter. Naja, also mir klar, dass der jetzt. So, dafür darfst du es jetzt reißen. Obwohl, ne, eigentlich sollte ich den angreifen. Oh, scheiße. Nein. Wegen. So, Schuss auf den. Dann ist der auf jeden Fall weg. Dann ist der auf jeden Fall weg. Scheiße. Dann darfst du jetzt den wegmachen. Verleumder. Yay, schön. Wird spannend, es bleibt spannend. 15 Pilles, scheiße. Ja, schön. Dann ziehen wir dir erstmal 3 ab. Das ist der letzte. Scheiße, und es sind noch 2 Gegner da. Das schaffe ich doch nie und nimmer. Vor allem jetzt steht er halt direkt vor mir. Dann stelle ich mich jetzt so hin, dass ich nur einer von beiden angreifen kann. Angriff auf ihn. Ich muss auf jeden Fall die Lebenspunkte runterkriegen. Damit er mir nicht so viel schaden kann. Ausweichen, nice. Angriff auf ihn. Lebenspunkte. Wieder auf die Lebenspunkte.
Warte, wenn ich mich hier in die Ecke stelle, kann mich nur einer von beiden angreifen. So, so, so. Aber ich bin halt auch in der Ecke gefangen. So, jetzt abhauen. Den kriege ich jetzt auf jeden Fall noch. Tschüss. Ich treffe den jetzt nicht. Scheiße. Was ist meine Fähigkeit? Scheiße. Bewegen. Ich bewege mich mal kurz dahin. So, jetzt ist sein Schussreichweite. Nein, immer noch nicht. Hier ist sein Schussreichweite. Komm schon. 3. Scheiße, und ich bin auch in Kampfreichweite. Shit. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich muss eigentlich das machen, kann aber nicht. Das war's. Das war's. Das überlebe ich nicht. Ausweichen! Wie geil! Na toll. Es bringt aber herzlich wenig, weil ich muss ja trotzdem hier aus. Weiter weg. Komm schon. Verzweiflungsschuss. Damit kann ich mir nur 4 abziehen. Nein, 5, genau. Scheiße. Ah, dammit. Niederlage. Verdammt. Was für ein knappes Ding. Du liegst zerschlagen vom Kampf am Boden, bis du roh von einem wütenden Warlmob gepackt wirst. Sie schleifen dich in die große Halle. Kann man das überhaupt schaffen? Man könnte es schaffen. Habe ich dich nur eins von dir verlangt? Jorundra erhebt sich vom Thron und zeigt mit einer Axt in deine Richtung. Du hast das Bündnis gebrochen, Mensch. Mensch und Wahl sind keine Freunde mehr. Ist das mein Lohn dafür, dass ich Menschen nach Einatov gelassen habe? Gib nicht der ganzen Menschheit die Schuld für. Hinten in der Halle gibt es Unruhe. Die Wahl teilen sich vor einer dunklen Gestalt, die den Raum betreten hat. Jorundra, genug. Dieser Kampf war nicht zu gewinnen. Sie haben versucht, was ihr nicht tun wolltet. Schluss mit dieser Unverfrorenheit. Ich will, dass diese Leute meine Stadt verlassen. Du würdest Frohgemut unser ganzes Volk sterben lassen? Mit Frohgemut hat das nichts zu tun. Morgen werden keine Mahl mehr gemacht und in 1000 Jahren auch nicht. Es gibt nur noch uns und wir werden eines Tages alle fort sein. Ihr würdet zerstören, was wir geschaffen haben? Was ist sonst noch von uns übrig? Sollen wir keinerlei Spuren hinterlassen? Soll es sein, als hätte uns nie gegeben? Jetzt verschwindet aus dem, was von meinem Land und meiner Stadt noch übrig ist und kehrt nie zurück. Die Wachen schleifen dich grob aus der großen Halle. Deine Karawane hat sich hastig bereit gemacht. Kapitel 6. Die Hügel aus unseren Knochen. Was für ein Kampf. Viele Verletzte müsste ich haben. Ich muss mal ganz kurz ins Lager schauen. Meine Helden. Das ist bestimmt alles verletzt, weil... Ja klar, es muss alles verletzt sein, weil alles sind ja gerade... Eieieiei. Nehmen wir dich raus. Nehmen wir wenigstens einen, der unverletzt ist. Krug ist interessanterweise noch nicht verletzt. Dafür lauter Leute, die nur einmal verletzt sind. Tauschen wir mal den mit dem. Und vielleicht sie mit dem Magier. Es sind nur noch einen Tag verletzt und den einen Tag, den überlebe ich hoffentlich noch. Eiver befördern. Machen wir das doch direkt. 4 Punkte verfügbar.
Woher kommt denn das? Machen wir mal das hier. Einmal das hier für mehr Anstrengung. Dann mehr Kampfkraft. Ich weiß gar nicht mehr, was seine Fähigkeit war. Und mehr Verteidigung. So. Achso, den Rest kann ich nicht befördern, weil zu wenig Punkte. Okay. Gut, dann weiter. Und wir verlassen Einartoft. Versorgen für 7 Tage, nicht sehr prickelnd. 6 Tage. Dafür sind, glaube ich, jetzt alle wieder geheilt. Jemand bedient sich aus den Vorräten, erzählte eine besorgte Frau. Ich habe gestern selbst nachgesehen. Es ist sicher. Wenn das so weitergeht, hungern wir bald alle. Eine extra Wache bei den Vorräten postieren. Klammergel fragen, ob sie was gesehen haben. Bekannt geben, dass weitere Diebstahl mit Rationierung führen wird. Sacke, wenn dir wieder etwas auffällt. Extra Wachen. War dann die Stadt zu finden, platzierst du diskret einige vertrauenswürdige Wachen bei den Vorräten. Gelegentlich hörst du, dass die zusätzliche Arbeit erwähnt wird, aber niemand scheint ein echtes Problem daraus zu machen. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, dass mir irgendwas klaut. Oh Gott, schlechte Moral. Ah, fu. Keine Ermutigung und keine Heldengeschichten heben die Stimmung der Karawane. Im Norden kennen wir solche Zeiten, sagt einer der Wahl. Habe ich Wahl dabei? Tatsache 47. Die anderen Riesen heben grinsen ihre Humpen und Maturna. Skal, rufen sie und machen kurzen Prozess mit den Getränken. Dann erläutern sie, dass nun bei jeder schlechten Geschichte getrunken wird, die von noch mehr Elend handelt als die vorige. Andere stoßen zur zweiten Runde dazu oder Med wandert in deine Richtung. Dann ihrem Trick überlassen, das macht alles nur noch schlimmer. Ach komm, mit dem Wahl trinken. Du nimmst den Mädchen und rufst Skal. Die Menge jubelt und in den nächsten Stunden schallt Gelächter durch das Lager, während einer nach dem anderen absurde Geschichten von Pech und Leid zum Besten gibt. Das Gegenmittel der Wahl wirkt. Am nächsten Tag ist Gavane zwar verkatert und um einigen Mädchen leichter, aber in viel besserer Verfassung als zuvor. Minus 10 Vorräte. Dafür ist die Moral wieder besser. Da muss ich dafür jetzt nicht rasten. Boah. 3 Tage. Anscheinend verfolgen euch große Gestalten aus Richtung Einartoft. Ortleif beobachtet sie eine Weile und sagt, sie haben einen Wagen. Ich kann ihn hören. Ihr werdet langsamer, um genauer nachsehen zu können und entdecken eine kleine Karawane Wahl. Bald hat sie euch eingeholt. Ich hoffe, die bringen Vorräte. Und sind uns wohl gesonnen vor allem. Ubin! Oh mein Gott! Grüß dich, Ivar. Ist eine Weile her, dass wir uns gesprochen haben, nicht? Ich kenne dich, Ubin. Ich hätte dich nie für einen gehalten, der dem König trotzt. Warum bist du gegangen? Irgendwer musste es tun. Wie meinst du das? Brüller ist unterwegs hierher. Jetzt schon? Wie kann das sein? Ein paar Varel aus Würmsee sind hinter einer Tuft aufgetaucht. Sie haben den langen Weg genommen. Brüller und seine Armee haben sie über den Sommerpfad gescheucht, sagen sie. Hinter Würmsee? Das ist Unfug. Brüller war bei der Brücke. Er muss kehrt gemacht haben, nachdem die Schlange aufgetaucht ist. Während wir auf der Brücke gekämpft haben, hat er sich mit der Hälfte seiner Streitkräfte von hinten einer Tuft genähert. Der Angriff bei der Brücke war eine Finte? Lass dir niemals erzählen, die Wüter wäre nicht schlau. Einartoft wird binnen eines Tages fallen. Vielleicht auch nicht. Er folgt euch. Ich dachte, einer von euch wüsste womöglich wieso. Ihr tauscht nervöse Blicke aus, aber keiner greift das Wort. Muss dann wohl an mir liegen. Stimmt, ihm fehlt ja ein Arm, das sieht man hier jetzt. Gibt es da etwas, was ich nicht weiß? Er muss ja ganz schön sauer sein, wenn er dich verfolgt, Ivar. Das spielt keine Rolle. Unsere einzige Chance besteht darin, Sigrholm zu erreichen. Juno wird wissen, was zu tun ist. Wir kommen mit euch. Ich bringe Vorräte mit und Krieger, die gerne den einen oder anderen Wüter töten, schätze ich. Plus 30 Vorräte. Yay. Plus 10 Ansehen. Und mal kurz das Lager schauen.
Das würde mich ja doch interessieren, wer jetzt alles mitgekommen ist. Sind die ganzen Mogre und so weiter? Die ganzen Helden damit auch dazu gekommen? Nee. Leider noch nicht. Dafür kommt Mugun weg, dafür gibt es Krumre, damit ich hier zwei Varel habe. Und ich kann noch einen aufleveln. Komm, dich befördere ich mal. Weiter. So. Dann auf jeden Fall einen Schildbrecher mehr dazu. Und vielleicht ein Schild selber mehr. Ich könnte nochmal befördern. Aber kein Ansehen mehr. Was ist das nochmal gewesen? Ein Fänger oder Gürtel, der zuerst um die Mitte eines war. Ah. Das ist aber Level 4. Ich müsste Ivar mal aufleveln. Kriegt er das. Und was ich auch machen müsste, ist hier die Folge beenden. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.